Hallo und herzlich willkommen zum Nachtclub-Guide von Frogabeast 91. Und jetzt werden wir erstmal auf die Webseite Maze Bank Foreclosure gehen, beziehungsweise hier auf diese Webseite gehen und werden einen Nachtclub kaufen gehen. Das ist eigentlich ganz einfach, da kaufen wir einfach ganz erstmal einen Nachtclub und das Ganze ist ganz einfach. Habt ihr den Nachtclub dann gekauft mit euren Verbesserungen und dieses und anderes, begibt ihr euch zu eurem Nachtclub. Wenn ihr dann beim Nachtclub angekommen seid, dann sieht das Ganze wie folgt aus. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir ein Abo da lassen würdet. Und dann sehen wir uns in jedem Video wieder. Und jetzt geht's los. Als erstes müsst ihr hier eine Vorbereitungsmission machen. Jetzt seid nicht so gleich abgeschreckt, denn die Mission ist gar nicht so schwer. Ihr müsst die Anlage beschaffen. Die Anlage ist ein Bus, den findet ihr in Paletto Bay, Quelle YouTube. Ich habe ja keinen Account mehr, wo ich das halt, abfilmen konnte. Deswegen, wie gesagt, sorry für die etwas schlechtere Download-Qualität dieses Videos hier. Aber macht nichts, der Inhalt zeigt dennoch das, was ihr machen müsst, den Bus zum Nachtclub fahren. Wenn ihr dann im Nachtclub angekommen seid, wie gesagt, hier könnt ihr auch hier gerne alles Mögliche verlieren, die Antennen, das ist scheißegal, das juckt eigentlich gar nicht, denn das brauchen wir nicht. Das Einzige, was wir brauchen, das steht links unten auf dem nenne ich jetzt mal Partybus drauf. Und zwar, das ist ja diese kleine Anlage. Mehr brauchen wir nicht. Wenn wir dann im Nachtclub angekommen sind, sieht das Ganze dann halt mehr oder weniger gleich so aus, dass wir jetzt gleich noch eine Mission spielen müssen. Und ja, das müsst ihr aber nur einmal machen. Das ist die einmalige Einrichtung. Ihr müsst jedes Unternehmen einrichten, egal was ihr kauft. Müsst ihr auf jeden Fall einmal machen. Das ist echt jetzt nicht die Welt. Dauert eigentlich meiner Meinung nach auch nicht ewig, wenn man das richtig macht. Und deswegen macht euch da halt einfach keinen Kopf. Einmal machen, einmal durch. Zähne zusammenbeißen und dann durch mit der Mission. Dann bekommt ihr eine kleine Cutscene. Könnt euch ein bisschen Popcorn nehmen, ein bisschen Kino machen, ein bisschen was essen. Nebenbei. Oder ein paar Chips essen. Aber die Hände waschen, damit ihr euren Controller nicht dreckig macht und klebrig macht. Okay, Cutscene gegeben, nächste Mission, Solomon. Jetzt müssen wir natürlich den DJ holen, den Solomon DJ. Es gibt natürlich noch drei weitere DJs, die könnt ihr auch noch holen. Jeder hat dann halt nochmal seine Mission, in etwa so ähnlich wie dieser hier. Nur die wird dann etwas einfacher und schneller sein, da müssen wir nur von A nach B fahren. Sind wir bei der Solomon-Mission jetzt am Flughafen angekommen, bekommen wir gleich noch eine Cutscene mit dem Flugzeug, was ihr da oben seht. Und in der Cutscene wird gezeigt, dass das Flugzeug halt kurz davor ist, mehr oder weniger gleich abzustürzen. Jetzt ist das Lustige, das Flugzeug ist kurz davor abzustürzen. Wir befinden uns aber hier unten in Los Santos. Und es wird abstürzen oben in Sandy Shores am Flugfeld. So, wie kann ein Flugzeug, was fast abstürzt, bis nach Los Santos schaffen? Bis oben zu Sandy Shores schaffen? Ist halt so eine Rockstar Games Logik. So, für die manche wird halt am Anfang immer gerätselt, das habe ich ja auch am Anfang gerätselt, wo muss ich jetzt hin, um das Flugzeug zu verfolgen? Und ja, es ist hier oben Sandy Shores Flugplatz. Dann bekommen wir noch eine Cutscene, da ist dann unser DJ Solomon drin. Den holen wir dann ab, bekommen halt eine kleine Cutscene, indem wir den erstmal begrüßen, mitnehmen und dies, das, Ananas. Dann weisen wir ihm das Auto zu, ihm zeigen ihn ein, nehmen ihn mit. Beziehungsweise hier hat unser Agency, also dieses Typ hier, nimmt ihn mit. Und ja, ihr müsst jetzt nichts weiter tun, außer das Auto wieder zum Nachtclub zu bringen. Das Ganze könnt ihr in der Solo-Lobby machen, Open-Lobby machen, wo ihr wollt. Wie gesagt, macht es in der Lobby, wo ihr euch da am wohlsten beifühlt. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch auch jetzt weiter. Habt ihr das halt Ganze abgesehen, müsst ihr hier eine kleine Fahrt machen. Fahrt dann einfach ein bisschen crazy. Habt ihr eine chillige Fahrt, macht es schnell, langsam, wie ihr Lust habt, ob ihr eilig habt oder nicht, ist ganz egal. Und ja, das ist eigentlich ganz einfach. Es ist echt nicht viel und das Video wird etwas länger gehen. Macht euch da keine Sorgen, aber dafür soll es halt ausführlich sein. Im Nachtclub dann angekommen mit dem Solomon, steigen wir aus, gehen in den Nachtclub rein. Im Nachtclub dann reingespawnt.
kann es halt sein, dass wir noch eine kleine Cutscene bekommen werden. Also wieder nochmal Popcorn raus, Kino raus und dann let's go. Diese Cutscene hier ist jetzt nicht besonders lang, also zumindest aus meinen Augen nicht. Hängt aber halt hier von eurer Lobby ab, wie lange die Ladezeiten sind auf PS4 oder PS5. Genauso gut auch auf den Xbox-Konsolen. So, und dann haben wir hier die Cutscene, wo wir dann jetzt hier entlang gekleidet werden, also wo wir halt ja durch den Nachtclub geleitet werden, weil wir einen ganz bestimmten Ort müssen. Aber das ist jetzt nicht so wichtig, denn hier werden wir jetzt den DJ zum DJ-Pult bringen. Aber das kommt halt alles noch mit seiner Zeit. Das wird die Cutscene, gebt sie euch, habt ihr sie erledigt, ist es soweit erledigt. Kommen wir jetzt zum nächsten Schritt und das nächste ist jetzt nicht ganz so kompliziert. Aber jetzt müssen wir, das haben wir den Nachtclub eingerichtet, aber was brauchen wir denn noch? Wir brauchen auf jeden Fall nochmal alle Unternehmen, das ist ganz wichtig. Ihr braucht einen Bunker, ihr braucht einen Spezialfrachtlager mit einer Kiste drin, ihr braucht einen Hangar, ihr braucht alle 5 Biker-Businesses. Von Kokain bis zum Dokumentenfälscherei braucht ihr alle 5. Alle müssen aktiv laufen. Da müssen keine Vorräte drin sein, aber sie müssen aktiv sein. Also wenn sie eine Razzia drauf hattet, dann löst diese ein. Hier im Nachtclub sind dann angekommen, dann hier einmal am besten einmal die Sicherheit kaufen und einmal oben die Ausrüstung. Die müsst ihr halt auch kaufen. Die Sicherheit sorgt dafür, dass die Wahrscheinlichkeit, dass euer Nachtclub überfallen wird, etwas geringer ist. Und die Personal sorgt halt dafür, dass ihr halt mehr oder schneller hier für eure Türsteher machen könnt, um zusätzliche Barkeeper, Türsteher, dadurch sinkt die Beliebtheit etwas langsamer und eure Beliebtheit bleibt länger oben und ihr macht halt länger Geld damit, indem ihr halt ja mit dem legiten Business Geld macht. Wenn ihr die Ausrüstung oben kauft, wird eure Ausrüstung schneller gehen, mehr wert sein und das ist auf jeden Fall echt empfehlenswert. Deswegen, weil wir hier jetzt auf rein Ausrüstung gehen, habe ich jetzt hier nur Ausrüstung gekauft. Ich persönlich habe aber auf all meinen Accounts alles freigekauft. Also würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr das Geld habt, dann kauft hier auch wirklich alles. Kauft den Nachtclub aber nur dann, wenn ihr auch wirklich sicher seid, dass ihr alle anderen Businesses habt. Hier könnt ihr einmal die Beliebtheitsmissionen starten. Das sind dann sowas wie Plakate ankleben, Flugblätter verteilen, Musik über Los Santos abspielen und. Jetzt kommen wir zu den Technikern. Wenn ihr hier alle habt, in meinem Fall habe ich jetzt hier keinen Bunker und kein Dings, ignoriert das einfach, stellt euch einfach diese Schlösser weg, dann könnt ihr hier die Techniker halt kaufen. Ihr müsst jetzt hier erstmal die ganzen Techniker kaufen. Der Techniker kostet eine ganze Menge Geld. Seht ihr hier zwischen 150.000 irgendwas und 200.000 Breite. Seht ihr alle im Hintergrund. Brauche ich jetzt hier nicht aufzählen. Der letzte kostet sogar 312.000. Somit habt ihr dann jetzt alle Techniker frei. Für jedes Unternehmen, was ihr habt, könnt ihr jetzt hier einen Techniker versetzen. Ich empfehle persönlich immer einen auf Fracht- und Warenversand, Jagdausstattung, südamerikanische Importwaren und pharmazeutische Mittel. Die anderen Sachen hebt halt auf jeden Fall erstmal auf, würde ich da erstmal abwarten. Wichtig ist noch zu erwähnen, dass es halt einen Bug gibt, und zwar wenn ihr den Nachtclub verkauft habt, dann müsst ihr halt einmal die Techniker vielleicht abnehmen, also komplett wegnehmen und neu zuweisen. Es kann nämlich sein, dass der Nachtclub dann halt, wie gesagt, keine Waren einsammelt und deswegen müsst ihr halt die ganzen neu zuweisen. Jetzt kommen wir aber erstmal dazu, wie viel Zeit ungefähr brauchen wir, um halt hier etwas zu machen oder zu bekommen. Und da habe ich etwas gefunden im Internet, und zwar habe ich hier ein Warenwert-Lagerhaus-Management gefunden. Einmal mit und eine Modeverbesserung. Die Papierwaren bringen 2000 Dollar die Stunde ohne Verbesserung und 4000 mit. Die Bioprodukte 2,25 und 4500. Und ich denke mal, hier die ganzen Zahlen sprechen für dich. Ich muss hier nicht alles wirklich vorlesen. Aber auf jeden Fall könnt ihr ungefähr euch ausmalen, was ihr hier pro Stunde verdienen könnt. Es ist auf jeden Fall eine ganze Menge, obwohl es täuscht. Ja, es sind kleinere Zahlen. Es ist halt ein sehr aufwendiges Business. Deswegen ist das Video auch erst so spät erschienen. Ich arbeite schon fast circa einen Monat oder mehr an diesen Sachen, weil halt einiges halt auch sehr lange gedauert hat, bis es halt voll ist und auch alles so hier ist, wie es jetzt hier vorhanden ist. Kommen wir dann aber auch jetzt mal zum nächsten.
muss man sagen, hier kann man auf jeden Fall einige Kisten sammeln. Finde ich jetzt ganz okay. Aber ansonsten ist der Nachtclub eigentlich relativ einfach. Dann geht es auch gleich mal weiter. Im Hintergrund ist nochmal das Gameplay eingeblendet, wie ich hier einen Nachtclub verkaufe mit den Jungs in der Open Lobby. Muss man sagen, also in der Open Lobby verkaufe ich halt Nachtclubs immer, weil ich da halt mehr Geld bekomme. Ich wurde bisher nur ein-, zweimal geschreddert. Ansonsten habe ich da nicht immer positive Verkaufsmissionen gehabt. Und die meisten Sachen, wenn ich mal, wenn mal was passiert ist, dann war ich halt auch entweder alleine oder es war halt irgendeiner, der halt keine Hobbys hatte. Aber in den meisten Fällen gibt es da halt nochmal 50% mehr Bonis. Aber auf den Geldbetrag des Verkaufsmissionen gehen wir gleich. Wir müssen jetzt aber uns gleich erstmal einen anderen Teil des Nachtclubs angucken, und zwar den hier. Wenn ihr unter 90 Kisten habt, dann habt ihr das kleine Auto und fahrt das kleine Auto. Habt ihr zwischen 90 und 180 Kisten, dann fahrt ihr den Mule Custom, also diesen Mule Custom. Und habt ihr ab 180 Kisten und mehr, dann werdet ihr den Pounder Custom bekommen. Solltet ihr diese Fahrzeuge nicht besitzen und wollt dennoch den Nachtclub verkaufen, dann werdet ihr aufgefordert, von dem Nachtclub selbst oder von GTA oder von Rockstar diese jeweiligen Fahrzeuge zu kaufen. Jeder dieser Fahrzeuge hat aber einen Verkaufswert, also einen Einkaufspreis, wo ihr eine gewisse Anzahl an Nachtclub-Verkaufsmissionen abschließen müsst, um diese zu bekommen. Daher verkauft am Anfang erstmal so viele, auch wenn es nur 2-3 Kisten sind, um auf diese 10 Verkaufsmissionen ungefähr zu kommen, um diese Rabatte zu bekommen, um Geld zu sparen. Würde ich auf jeden Fall, wer wirklich Geld sparen möchte, würde ich auf jeden Fall empfehlen, macht dies. Ich habe es auch gemacht, weil ich halt ein Sparfuchs bin. Okay, so viel zum Thema Einteilung. Wann bekomme ich welches Fahrzeug? 90, 180. Unter 90 den kleinen, ab 100, ab 91 bis 180 bekomme ich den mittleren. Und ab 180 und aufwärts bekomme ich den großen. Okay, das haben wir schon mal geklärt. Jetzt geht es auch gleich weiter. Und zwar habe ich noch ein bisschen was vorbereitet für euch. Und zwar einmal, wie man ja passiv halt auch etwas machen kann. Wir brauchen dafür den Passivmodus. Und daher möchte ich jetzt gleich erstmal kurz nochmal hier drauf eingehen. Wenn euch das Ganze gefällt, dass ich mir so viel Zeit genommen habe, den Nachtclub hier so genauestens wie es geht, und meinen Erfahrungen nach aufzunehmen, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dem Video ein Like da lassen würdet. Und 15 Likes wären auf jeden Fall echt ein Traum. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch auch jetzt direkt mal langsam rein. Und zwar müssen wir nur einen kleinen Moment warten, bis der Clip halt auftaucht. Aber ihr werdet ja schon mal, könnt ihr dann so, schon mal zu eurem Nachtclub gehen. Wenn ihr im Nachtclub halt dann angekommen seid, wenn ihr gleich sehen, geht ihr schon mal ins Interaktionsmenü. Dann geht ihr Passivmodus aktivieren. Und wenn ihr dann im Passivmodus seid, könnt ihr hier im Passivmodus einfach in das Gebäude reingehen. Hier, ich zeige das euch mal eben. Dann geht ihr hier rein. Und es gibt ja manchmal solche Randalierer oder Personen, die ihr wegfahren müsst. Die Person kann halt echt nervig sein. Diese Mission, wo man eine Person wegfahren muss, ist oftmals als PvP-Mission betitelt und die könnt ihr halt nicht im Passivmodus starten, weil ihr ja keine Waffen tragen könnt. Daher bekommt ihr nur diese Mission hier, wo ihr diesen Randalierer hier rausschmeißen müsst. Könnt ihr alle 48 Minuten einmal machen. Würde ich euch empfehlen, auch das so viel wie möglich zu machen. Den schmeißt ihr einfach raus, bekommt ihr 10.000 Dollar für. Eigentlich, ja, eine mehr oder weniger Win-Win-Situation. Ich finde es persönlich, ich mache es halt immer so oft, wie es geht. Und dann nehme ich das halt auch immer mit. Kommen wir dann auch jetzt zu dem Abschluss, dass es halt auch noch Missionen gibt. Diese andere Mission ist halt, dann fahren müsst ihr mit der Limousine eine Person wegfahren. Ihr dürft weder zu schnell fahren, ihr dürft nicht rammen, ihr dürft keine Unfälle bauen, müsst aber dennoch euch an ein Zeitlimit halten. Daher ist das etwas, was ich persönlich als etwas schwierig empfinde. Manchmal, ich habe da auch schon öfters Fehlschläge gehabt. Und deswegen, ja, finde ich diese Methode einfach besser. Und jetzt kommen wir zu dem etwas geheimeren Part des Nachtclubs. Und zwar rufen wir Tony an
um so eine Management-Mission zu starten. Wenn ihr diese Mission gestartet habt, dann bekommt ihr verschiedene Sachen, die euer Nachtclub halt braucht. Unter anderem zum Beispiel für eure Bar könnt ihr solche gestohlenen Vorräte wiederholen. Und diese braucht ihr, um eure Bar mit Sachen zu versorgen, sodass ihr zum Beispiel gewisse hier alkoholische Getränke for free bekommt. Zum Beispiel ist halt auch etwas Wichtiges, was man auch braucht. Steigert natürlich selbstverständlich auch die Beliebtheit eures Nachtclubs, was natürlich auch sehr gut ist. In meinem Fall musste ich jetzt hier einfach ein Fahrzeug bestellen bzw. ein Fahrzeug holen. Ich bin da einfach eben mit MK2 oder einem anderen Fahrzeug hochgeflogen oder gefahren. Und dann, wenn wir dann uns oben am Ziel bei dem gestohlenen Fahrzeug befinden, werden wir Folgendes erleben. Und zwar, erstmal, ich habe mir hier das MK2 geholt, weil es einfach am schnellsten geht. Okay, oben angekommen bei Step City, werdet ihr schon merken, dass ihr hier auch einen Haufen Gegner habt. Die müsst ihr erstmal abknallen. Also ganz wichtig, einfach hier einen nach dem anderen schön abballern. Also es ist echt an sich nicht wirklich schwer. Wenn ihr ein bisschen nachladen müsst oder so oder gerade nicht trefft, dann geht ein bisschen in Deckung. Hier habt ihr mehr als ausreichend Deckung, um eure Gegner schön hier zu erledigen, ohne zu sterben. Ich denke mal, die Deckung sollte hier auf jeden Fall ausreichen. Okay, alle Gegner gekillt. Habt ihr? Perfekt. Dann klaut euch den gestohlenen Wagen wieder, steigt ein und dann fahrt einfach zum Nachtclub zurück. So, das ist eigentlich ganz einfach. Also hier diese Mission geht zum Beispiel 6,3 Kilometer. Am Nachtclub dann wieder angekommen. Ja, werdet ihr merken, oh, da ist ein Random. Der wollte mich wahrscheinlich zerstören bei dem Typ in der Mission, aber der hat es leider nicht mehr geschafft. Tut mir leid, Random. So. Kommen wir jetzt zum Punkt, jetzt haben wir es abgegeben und die Beliebtheit ist gestiegen. Das heißt, es ist jetzt praktisch. Wir haben sowohl als auch unseren Warenbestand als auch unsere Beliebtheit gesteigert, was gut ist. Denn je mehr Beliebtheit, desto mehr Geld bekommen wir. Alle 48 Minuten sinkt die Beliebtheit um, glaube ich, 5 oder 10%. Und dementsprechend müsst ihr dann halt auch, wenn ihr dann wirklich die Beliebtheit hochhalten wollt, regelmäßig halt auch die Mission spielen. Oder halt einfach den Typen aus dem Nachtclub schmeißen, um halt eure Beliebtheit auf ein Maximum zu halten. Anschließend spawnt ihr drinne und ja, Tony wird euch dann kurz anrufen. Und hier, wenn ihr die Beliebtheit halt voll habt, bekommt ihr nochmal im Tresor eure Einnahmen, was bis zu $250.000 sein kann. Wo ich auch teilweise gefühlt regelmäßig mein Geld mitnehme, wo ich, wenn ich halt recht viel online bin, zwischen 500.000 und $750.000 in der Woche mache. Klingt jetzt nicht wirklich viel, aber bedenkt euch das mal, das ist ja nur ein Unternehmen. Es gibt noch wesentlich mehr Unternehmen mit einer etwas ähnlicheren Spanne an Geld, wo man einsammeln kann. Also das ist nicht das Einzige, wo man hier was machen kann. Kommen wir zum nächsten, und zwar den Johann. Dieser hat auch was mit dem Nachtclub zu tun, und zwar besorgt dieser euch aktiv Nachtclubgüter. Das heißt, ihr könnt aktiv euren Nachtclub schneller befüllen. Ich selber wusste das vor der Recherche für dieses Video selbst auch nicht. Das heißt, ich habe das auch erst selbst rausgefunden, um euch das jetzt hier zeigen zu können. Nachtclubgüter, Typ beschaffen, let's go. In dem Fall müssen wir die Waffen stellen. Es gibt hier Waffen und Ware. Waffen ist Bunkerware und Ware ist halt alles andere. Irgendwie so, by the way. So. In dem Fall habe ich auch wieder, um das Ganze hier ein bisschen zu beschleunigen, das MK2 genommen. Ihr könnt natürlich Fahrzeug eure Wahl nehmen, dauert dementsprechend vielleicht dann länger. In dem Fall musste ich hier diesen Van abknallen und einfach nur zum Nachtclub bringen. Ich bin etwas vorgeflogen, da das mit MK2 ja besser ist. Und dann habe ich den hier eben gewartet, den Fahrer rausgeschossen. Ja, so, komm, ja, zack, er ist tot. Und dann alle Gegner getötet, eingestiegen und dann spawnen natürlich noch mehr Gegner, das ist klar. Diese könnt ihr nicht so weitestgehend ignorieren. Haltet die Gegner am besten hinter euch, dann passiert nichts, die können euch da nicht treffen. Da seht ihr, da ist alles geschützt. Die treffen euch da eigentlich gar nicht, deswegen macht euch da eigentlich keinen Kopf. Wenn euch mal ein Gegner überholt, dann schert rechts oder links aus. Am Nachtclub angekommen, werdet ihr sehen, dass er ganz normal wieder so eine Animation bekommt, wie er hier reinläuft und da steht, du hast die Güter abgeliefert. Dafür bekommt ihr nochmal $11.500,
als eine Mission war, und ihr bekommt der die eingelagerten Güter haben einen Wert von 10.000 Dollar. Auf jeden Fall ganz praktisch, wenn man mal schnell doch den Nachtclub auf den einen oder anderen Güter voll machen möchte. Je mehr Spieler, habe ich das Gefühl, man da einlädt, desto mehr Kisten sammelt man halt dann auch für den Nachtclub. In etwa so ähnlich wie beim Hangar. Ich glaube, bis zum Limit von 2 oder 3. Und das ist auf jeden Fall ganz praktisch. Das ist der aktive Part, den man beim Nachtclub machen kann. Wir wollen aber jetzt auch noch passiv mit dem Nachtclub Geld verdienen. Und ja, wie geht das denn? Wird wahrscheinlich jetzt der eine oder andere sich fragen, wer noch keinen Nachtclub hat. Und ja, wie eben schon gesagt, ihr braucht alle Biker-Businesses. Daher, wie gesagt, lohnt sich der Nachtclub-Kauf erst, wenn ihr alle 5 Unternehmen vom Biker habt. Ein Hangar und Linksa. Aber jetzt kommen wir noch mal kurz zu den Konkurrenzkämpfen wegen der Ware. Ihr könnt auch die Konkurrenzkämpfe einsammeln. Manchmal gibt es auch noch Spezialkonkurrenzkämpfe, da bekommt ihr noch mal Kleidungsstücke oder Masken oder ähnliches. Das hängt von der jeweiligen Eventwoche ab und von Rockstar Games. Okay, das haben wir festgeklärt. Jetzt kriegen wir, wie wir unsere Waren bekommen. Jetzt müssen wir noch klären, was ist die Ware denn wirklich wert? Es gibt 5 Ebenen oder 4 Ebenen. Die erste Ebene hat 72 Kisten und ist 386.000 wert. Die zweite Ebene mit 144 Kisten ist 772.600 wert. Die dritte Ebene mit 216 Kisten ist 1.158.000 wert. Die vierte Ebene ist 1,5 Millionen wert. Und die letzte 1,9 Millionen und 31.000. Das Ganze hier nochmal mit einem kleinen Bug. Ist immer so ein paar Dollar mehr. Und dann jetzt nochmal in doppeltem Geld und doppeltem RP. Das habe ich halt auch nochmal drauf gemacht, weil manchmal gibt, wenn es mal gibt, das gibt es aber echt selten. Und dann habe ich hier nochmal eben eine Kiste verkauft. Jetzt kommen wir nämlich zu einer Verkaufsmission. Hier seht ihr, dass ich alle 3 Sachen gekauft habe. Jetzt verkaufen wir etwas unter 90 Kisten und ihr werdet sehen, wir bekommen einen Safe, den Speedo Custom. Und zwar dieses kleine hübsche Ding hier. Wobei ich euch empfehlen würde, eh alle 3 zu upgraden, aber dazu kommen wir noch später. Dann einfach hier fahren. Ihr seht, ich habe 3 gelbe Punkte abgeliefert, 10.000 Dollar bekommen. Open Lobby, Bonus Round, 50% ungefähr mehr. Wie mal Daumen. Ja, aus 8.000 werden, wie gesagt, 10.000. Hier nochmal der Beweis, dass ich jetzt unter 90 Kisten verkauft habe und ich habe den kleinen bekommen. Jetzt starten wir den Verkauf mit etwas mehr Kisten. Ihr könnt es hier oben sehen mit über 90 Kisten. Und da bekommen wir auf jeden Fall den Mule Custom. Der Mule Custom ist der mittlere Pfad, das mittlere Ding. Und ich habe meinen hier so getunt. Ich empfehle hier, wenn ihr eine Open Lobby verkauft, so wie ich, baut Panzerung ein. Wenn ihr da halt mal 1 oder 2 Raketen abkriegt, dann könnt ihr diese locker tanken und könnt das Spiel schließen. So habt ihr ein bisschen Zeit. Bei der Mission hier ist persönlich die nicht so schönere Mission, aber dann noch einfach hier im Cargo einfach rüberfliegen. Müsst ihr natürlich aufpassen, dass ihr keine Gegner habt. Habt ihr hier irgendwelche Gegner, wird es natürlich schwierig. Ich meine damit jetzt Spieler. Und ja, dann kommen wir, wie gesagt, direkt zum nächsten Mission. Hier habe ich 1,4 Millionen bekommen, ein Bonus von knapp 400.000 Dollar, wenn ich mich da jetzt nicht verguckt habe. So, hier haben wir aber auch wieder gesehen, über 90 Kisten, das heißt, ich habe den anderen bekommen. Jetzt haben wir noch die 180 Kisten, jetzt müssten wir ja bei 255 Kisten, sind wir ja locker über die 188, also kriegen wir jetzt, genau, den Pounder Custom, den ganz großen. Verkauf gestartet. Hier ist der Pounder Custom. Eben habe ich halt auch noch mal den Mule Custom eingeblendet. Ebenfalls ist mein Pounder Custom abgegradet. Und wenn dieser abgegradet ist, auch ebenfalls hier, wie gesagt, mit Panzerung, Waffen, Raketen vorne, alles drum und drum, pipapo, alles abgegradet. So, das ist soweit ganz gut. Dann verkauft ihr das Ganze. Hier sind verschiedene Verkaufsmissionen. Bei der einen müsst ihr mal hacken, bei der anderen müsst ihr fahren, 3 Punkte, einen Helikopter verfolgen. Eigentlich, da gibt es echt nichts zu machen. Das schafft einfach wirklich jeder. Da brauche ich auch hier keinen Guide zu machen über jede x-beliebige Verkaufsmission. Ich denke mal, das sollte wirklich jeder schaffen.
Solltet ihr dennoch irgendwelche Fragen haben zu dieser Verkaufsmission, dann kommt bitte gerne auf meinen Discord-Server oder schreibt in die Kommentare. Ich versuche dann in den Kommentaren, so gut es geht, zu antworten. Näheres und persönlicher kann ich euch aber antworten, wenn ihr dann auf meinem Discord-Server kommt und mir dann halt einfach da die Regeln bestätigt, den KTR5-Rolle wählt und dann mir da in den Chat schreibt. Dann kann ich euch vielleicht da antworten oder halt nochmal vielleicht gegebenenfalls privat. Okay, soweit geklärt. Ihr habt keine Fragen mehr soweit. Dann ist alles perfekt. Solltet ihr noch Fragen haben, meldet euch. Kommen wir jetzt nochmal zum abschließenden Bereich, wo wir hier nochmal sehen, also in dem Fall haben wir ja hier südamerikanische Importwaren, sind in etwa 10 Objekte, glaube ich, wenn ich mich da jetzt nicht verguckt habe. Das heißt, wir brauchen hier 10.000 die Stunde. Das heißt, wir brauchen hier in etwa ungefähr 10 Stunden. Und dann kann man es ungefähr aber ausrechnen. Bei Jagdausstattung haben wir 7.500 die Stunde. Das geht auf jeden Fall schon mal ein bisschen in die Zeit. Also mein Nachtclub ist gefühlt einmal alle 2 bis 3 Wochen voll. Deswegen, wie gesagt, dauert das ein bisschen, bis das Ganze, wie gesagt, voll ist. Dann macht euch keinen Kopf. Ich habe ihn auch einmal mit doppeltem Geld und doppeltem RP verkauft. Finde ich jetzt persönlich okay. Lohnt sich mega. Die Eventwoche war auch mega gut. Wer sie genutzt hat, auf jeden Fall echt nice. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, wenn irgendwas offen ist zum Nachtclub und irgendwelche Fragen sind, wie gesagt, einfach schreiben. Zögert nicht. In dem Sinne würde ich sagen, zeige euch jetzt noch etwa das Tuning der 3 Fahrzeuge, was ich in etwa in meinen Fahrzeugen drin habe, und danach bin ich aber raus. Ich bin erstmal so weiter jetzt raus. Tuning ab und Endcut. Sie wissen, ich bin der Täter, doch sie warten auf Fehler. Hab alles da, du zahlst, sag mir, was du willst. Kofferraum voll, wir fahren, mir egal wohin. Sag, hast du Stress, dann zahl, bin da für dich. Sind bereit, wir fahren, egal wohin. Kippe Uso, verballer wieder Fluss, sitz im Lamborghini Urus, der Arm voller Tattoos und sie liebt, wenn ich es regnen lasse. Purple Ray, Tasche Louis und MS, ist die Lederjacke, hol mir Wasser Kombi. Mein Kopf war wieder Zombie, flüchte von der Kripo, aber Argo, keine Kondi. Sie hasst, wenn ich besoffen bin. Ich bin ein Gossenkind, ein asozialer Araber, bring Stopp, bis er von mir. Bin seit Jahren das Thema. Sie wissen, ich bin der Täter, doch sie warten auf Fehler. Bevor ich einen Tag sitze, bin ich weg. Bis sie kommt, bin ich weg. Bevor ich einen Tag sitze, bin ich weg. Hab alles da, du zahlst. Sag mir, was du willst. Kofferraum voll, wir fahren. Mir egal wohin. Sag, hast du Stress, dann zahl. Bin da für dich. Sind bereit, wir fahren. Egal. Immer wenn ich einschlafen will, sag ich, ich fass nie wieder Stoff an. Und immer wenn ich aufhören will, fang ich wieder von vorn an. Hey! Ein Ton schickt den Diplomat los. DKÜ, doch sie hören keine Stimme. Hamburg, 10 Kilogramm Koks. Ich brauch Geld, ich hab 10.000 Wünsche. Schwarzer Transporter, Gras in dem Koffer. Bei Tag fallen Schüsse auf den fahrenden Otter. Fühl mich sicher, meine Schafe sitzt locker, bis ich meine Strafe bekomme.